Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem heutigen Hinspiel in der zweiten Qualifikationsrunde der UEFA Europa League. Ich begrüße natürlich ganz herzlich unseren Cheftrainer und Sportdirektor Ralf Rangnick. Nur kurz zu Beginn scheinen keine schwedischen Journalisten mehr hier anwesend zu sein. Demzufolge würden wir die Pressekonferenz dann auch auf Deutsch weiter fortsetzen. Ralf, die erste Frage natürlich an dich. Dein Fazit und deine Einschätzung der heutigen Partie. Ja, ich finde, es war ein richtig konzentrierter Auftritt von uns und das Spiel war schwerer, als es jetzt vielleicht im Nachhinein aussah. Die ersten 20 Minuten hat man gemerkt, dass das Hecken einfach schon im Rhythmus ist, dass die seit April im Saisonbetrieb sind und wir logischerweise noch nicht. Wir haben erst 2 Wochen miteinander trainiert. Für die meisten oder nicht für die meisten, für alle von uns war es heute dann, für die, die durchgespielt haben, das erste Mal über 90 Minuten und das Ganze dann auch noch bei 30 Grad plus. Und insofern finde ich, dass es sowohl von der Einstellung, von der Mentalität, aber auch von der Art und Weise, wie wir es gespielt haben, für 2 Wochen Training ein richtig guter Auftritt war. Wir haben so gut wie nichts zugelassen für den Gegner. Ich kann mich zumindest an keine richtig glasklare Torschance erinnern, die sie hatten. Und wir selber haben das über weite Strecken gut gemacht, auch einiges von den Inhalten, die wir uns vorgenommen hatten, was die Chipbälle angeht, in den Rücken der Abwehr, so zum Beispiel beim 1:0. Das sind natürlich Dinge, hat man auch gesehen, wie die Jungs sich besonders über die so ein Tor gefreut haben, wenn dann einfach auch aus so einer Situation heraus, dann das war wirklich auch versucht haben, jetzt in den letzten 1-2 Wochen einzustudieren, wenn daraus dann auch noch ein Tor fällt. Also ich bin insgesamt sehr zufrieden, so wie es aussieht, hat sich keiner verletzt, es ist keiner angeschlagen und so können wir jetzt morgen eigentlich mit allen Spielern, die an Bord sind, die jetzt auch wieder heute nach Leipzig gekommen sind, also inklusive Emil Forsberg, Timo Werner, Yusuf Paulsen, Marcel Sabitzer wird morgen wieder voll ins Training einsteigen und alles mitmachen können, sodass wir dann schon auch ein bisschen mehr Möglichkeiten haben.